Heute machen wir dank der Rum Company einen Kurzurlaub auf Barbados. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sven, herzlich willkommen auf Rumtastisch. Hier findet ihr alles rund um die Welt des Rums. Aus Barbados kommt besonders aromatischer, leckerer Rum. Barbados ist eine ganz kleine Insel in den Antillen und zwar eine der untersten, die im Grunde schon so über Venezuela liegt, gehört aber geografisch gesehen zu Mittelamerika und daher kommt besonders guter, besonders leckerer Rum. Den Namen der Insel erhielt Barbados übrigens 1536 von einem portugiesischen Entdecker und zwar Pedro Campos. Pedro Campos, den haben die frei herabhängenden Wurzeln der Feigen Bäume an Bärte erinnert und auf Portugiesisch heißt Os Barbados die Bärtigen und damit hatte dann die Insel ihren Namen. 1655 war sie übrigens der größte Zuckerrohrlieferant nach Europa. 8000 Tonnen Zuckerrohr wurden jährlich verschifft und bis heute ist das eine der Haupteinnahmequellen. Die Flasche kommt übrigens wieder im Rum Company bekannten Design. Wir sehen das Label vorne auf der rechteckigen Flasche. Als erstes in goldener Schrift Rum Company, das Logo, dann darunter Old Barbados und der Hinweis, dass es sich um ein Blend von Premium Rums aus Barbados in Eichenfässern gelagert und handselektiert handelt. Und dann hier die beiden Doppel-Bs, wie wir es auch schon bei dem Doppel-T beim Rum aus Trinidad haben. Den kann ich euch hier oben auch nochmal verlinken, schaut da auf jeden Fall auch mal rein, weil auch das ist ein sehr, sehr guter. Unter dem Doppel-B sehen wir wie immer die Unterschrift des Blendmasters Frank Zimmermann und unter der Unterschrift sehen wir hier noch das silberne Label des IWSCs, denn dieser Rum hat 2013 tatsächlich die Silbermedaille absahnen können. Jetzt aber genug von der Flasche und von Barbados erzählt, gehen wir doch mal auf unseren Kurzurlaub. Wir probieren mal, wie er schmeckt. Und der riecht sehr weich tatsächlich. Der riecht überhaupt nicht sprittig, wie ich das so sage. Also der schießt nicht in die Nase, sondern riecht tatsächlich voluminös, süß und sehr weich. Ich habe so ein paar fruchtige Noten dabei. So Orange oder Pfirsich vielleicht. So ein bisschen Karamellnoten rieche ich auch. Und ich meine, ich rieche auch ein bisschen das Holz. Ja, doch, auf jeden Fall sind da Holznoten auch bei. Angenehm, fruchtig, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ich bin gespannt. Prost! Und der ist super weich im Mund. Kommt einmal schlägt es hier im Gaumen so durch, dass man denkt, scharf, Alkohol. Und dann geht der super weich weg und schmeckt nach Orange, nach Vanille. Ich habe so, ja, Vanille, Orange steht im Vordergrund und vielleicht tatsächlich so ein bisschen süßer Pfirsich, auf jeden Fall. Also nicht so ein saurer, sondern so ein vollreifer Pfirsich. Geht im Grunde schon fast so in Richtung Banane, würde ich sagen. Lecker. Der schmeckt einfach nur vollmundig, süß, ein bisschen holzig tatsächlich und fruchtig, aromatisch. Das ist richtig lecker. Gerade im Mund so dieser erste Schluck, der ist einfach nur
der ist fast so ein bisschen honigartig, würde ich sagen. Wobei er nicht diesen Honiggeschmack hat, aber so von der Süße her ist es wie so ein Bonbon quasi. Lecker. Ja, also da bin ich mir sicher, wenn ihr etwas sucht, was süß schmeckt, voluminös schmeckt und trotzdem nicht zu likörig, also wirklich noch ein guter Rum ist, der, ich habe immer noch diesen Pfirsich vor Augen, der also so ein bisschen nach Pfirsich, nach Orange, nach Banane schmeckt und trotzdem wirklich vollmundig ist, dann seid ihr hier bei diesem hier auf jeden Fall richtig. Da solltet ihr unten mal in der Videobeschreibung schauen. Der schmeckt richtig gut. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Berichtet mal, wenn ihr ihn gekauft habt. Und wenn ihr den Kanal abonniert, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Nüchtern bleiben. Prost!